Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, mit einem kleinen Nachtrag zum Odin war einkaufen. Ich habe hier nochmal ein Paket von Amazon, das werden wir jetzt auch gleich auspacken. Und hier unten noch ein Nachtrag für das Otto Unboxing. Ich habe es nochmal neu gekriegt, also nochmal neu bestellt, weil alle Hosen, außer zwei, die gerade so gepasst haben, alle Hosen grundsätzlich eine Nummer zu klein waren. Das Video unten runter findet ihr die Beschreibung, welche Hosen ich geholt habe. Wenn ihr die holt, also obenrum eine Größe, untenrum passen sie, also längermäßig. Aber obenrum Weite, nimmt am besten eine Größe mehr als ihr habt. Weil die fallen da wirklich extrem klein aus, außer die eine, die zwei hier, die ich habe, das ist gerade so grenzwertig. So, aber ich mache euch mal runter. Und warum ich jetzt schon wieder Akkus kriege, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Weil ich die falschen bestellt habe. Zeige ich euch auch gleich. Ach Mensch, ey. Wieso geht nicht? Normalerweise geht das immer schnell auf. Hier einfach so zack und dann ziehen, aber... So. Das ist jetzt auch ein etwas anderer Hersteller als vorhin. Also im vorigen Video. Machen wir mal hier ruf. Und damit kann ich dann halt jetzt auch in Zukunft ein bisschen besser aufnehmen. So ein bisschen anders verpackt. Ich werde euch das auch gleich alles ausführlich zeigen. Und zwar ist das, kostet 32,99 oder so. Also ein bisschen was mehr als die anderen Akkus, die ich hatte. So, ich pack das erstmal so aus, dass wir das sehen. Ist von MTB. So, für ein Auto. Dann haben wir hier noch ein Ladekabel für die Steckdose. Auch die Ladestation ist hier wesentlich kleiner als die Ladestation, die ich vorher gezeigt habe. Seht ihr ja, das ist nur so ein kleines Ding. Das ist für mich natürlich wieder gut, das kann man irgendwo schnell mal verstauen. So, und jetzt zeige ich euch mal die neuen Akkus und warum ich neue brauchte, warum die nicht funktioniert haben, die ich euch letztens gezeigt habe. Hier haben wir auch nochmal ein Heft hier mit bei, also interessiert mich ja meistens nicht, aber egal. So, und das sind jetzt die neuen Akkus, die sind jetzt wesentlich fetter. Seht ihr das? Wesentlich fetter, die anderen waren nicht mal die Hälfte, die waren noch ein Stück tiefer. Und die sind jetzt wesentlich fetter. Und dieses Mittelstück, das müsst ihr euch angucken, das kleine Stück hier, das ist hier so klein und schmal. Das ist bei der anderen Version doppelt so dick gewesen. Das ist, ich will euch nicht falsch sagen, ich habe jetzt den N, also den, das ist eine Kopie vom Sony-Akku, NP-FV70. Ich brauchte FV50, habe aber anstatt FV50 FH50 bestellt und da ist das Mittelteil dann dicker. Ist aber gar nicht mal so schlecht, dass ich dieses hier jetzt hier gefunden habe, weil es nicht gepasst hatte, weil ich hatte bei dem anderen Paket, hatte ich zwei 700 mAh Akkus. Das ist jetzt natürlich auch, naja, das sind jetzt 1600 mAh, also habe ich hier praktisch mit einem Akku schon das zusammen, was ich von zwei Akkus habe. Und ich habe jetzt das zweimal. Das sind dann 1900 habe ich, 900 habe ich jetzt drinnen, 950 kommen so 3 Stunden mit hin. Da runden wir mal ab, machen wir mal 2,5 Stunden. Und die haben fast das Doppelte, also komme ich jetzt praktisch 5 Stunden, 10 Stunden mit meinem Akku, der jetzt in der Kamera drin ist, so um die 13 Stunden, 12,5 Stunden, sagen wir mal rundgerechnet, roundabout mit allen Akkus, weil anmachen, ausmachen frisst ja auch Strom. Komme ich auf 10, 11 Stunden hin. Und das ist, denke ich mal, schon ordentliche Leistung, dass ich jetzt nicht immer hier warten muss. Das geht dann halt wesentlich schneller. Ist eine gute Kopie, denke ich mal. Ich werde das jetzt auch testen. Werde ich euch in einem der nächsten Videos Bescheid sagen können, wie die jetzt nur sind. Sind jetzt keine Originalklone, weil die haben nur 1600. Die Originalen haben, glaube ich, 1900. Ich weiß es nicht. Ich hatte es mir mal angeguckt auf der Sony-Seite, aber die waren mir so teuer, die kann man ja nicht finanzieren. Das ist ja... Und hier 32,90, 32,90, was weiß ich, für zwei Akkus.
Mit einem Ladegerät, also dass man es extern laden kann, das passiert dann so hier. Einfach hier rein gemacht, so rein geschoben. Dann kann man das so stehen lassen. Hier hinten ist dann halt der Stromanschluss. Und dann yippie-ki-yay, Schweinebacke, dann kann das Ding laden. Und den anderen benutze ich in der Zeit. Und dann kann ich halt immer hin und her tauschen. Macht sich halt gut, wenn ich auch mal unterwegs bin. Ich habe ja vor, demnächst Videos auch von unterwegs zu machen. Da macht sich das ja gut. Ich habe da nämlich einiges in Planung. So. Psst. Hätte mal die Klappe, ich bin live. Mein Bruder ist gerade hier, der Fohl. Da gibt's nicht die Station auf, wo man zwei Akkus kriegen kann? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Aber die Station kannst du für 14 Euro einzeln kaufen. Also 13, 14 Euro. Ja. Also bist jetzt im Video, ja, also ist dir klar. Ja, mein Bruder. So, wie gesagt, Ladestation, zwei Akkus. Das soll jetzt soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.